Also das erste Mal die Chance, mein Talent zu zeigen, ich glaube, da war ich 8, 9, das war beim Sichtungslehrgang damals für junge Spieler. Das war ja dann Niedersachsen-Auswahl, dann ein bisschen Nationalmannschaft hoch und ja, das war, so fing das an und so habe ich gemerkt, da könnte was werden. Dann auch in der Schule, wenn die Lehrer mich gefragt haben, was ist dein Traumberuf oder so? Ich möchte unbedingt Fußballprofi werden. Die Lehrer, ja, ja, Fußballer, Fußballer. Das ist ja nicht so beliebt bei den Lehrern, aber ich habe immer gesagt, ich will Fußballer werden. Wenn du verletzt bist, dann bist du manchmal ja, sehr down. Aber das habe ich auch immer gut überwunden, dadurch, dass ich großen Familienrückhalt habe, großer Familienmensch bin. Und das hat mir immer wieder Power gegeben. Also jungen Talenten würde ich immer sagen, bleibt dran. Wenn ihr merkt, es könnte was werden, gebt Gas und glaubt an euch. Das ist wichtig und seid immer positiv. Hallo, ich bin Dennis Diekmeier, bin Profifußballer und spiele beim HSV.